Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem kurzen Update. Es ist wieder einiges anders geworden. Wir haben wieder alles über den Haufen geschmissen. Wir hatten gestern Abend mit der Familie nochmal eine Konferenz und haben einige Veränderungen festgestellt, die wir jetzt einhalten müssen, beziehungsweise die wir verändern müssen. Mein Mann hat beschlossen, dass das ganze Hin und Her jetzt einfach auch genug ist. Er wird uns mit seinem Auto hinbringen und dann wieder zurückfahren. Gazi braucht nicht zu fahren und das Auto meines Sohnes bleibt auch hier. Problem war, dass das Ding natürlich in der Türkei nicht Vollkasko, gar nicht Kasko versichert ist. In der Türkei, ich kenne mich ja nicht aus, bin ja kein Autofahrer. Aber es ist wohl so, dass in der Türkei, wenn irgendwas passiert mit dem Auto, voll die Reparaturkosten bezahlt werden müssen von uns. Und das Risiko gehen wir nie ein. Das ist ein nagelneues, großes Auto. Das war mir alles viel zu gefährlich. Da habe ich gesagt, spinnt ihr? Jetzt könnt ihr doch nicht machen. Ne? Ich habe ja keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, dass das alles gar nicht versichert ist da. Und dass dann nur die Haftpflichtversicherung wo greift, ansonsten der Schaden am Auto von uns immer selbst getragen werden muss. Und das ist mir viel zu risikohaft. Und ja, das habe ich dann mit meinem Mann nochmal besprochen, als er dann kam. Ich hatte ihn hierher beordert, weil er hier auch noch einige Sachen mit uns machen muss. Und er kam dann, haben wir dann alles nochmal besprochen, haben nochmal eine Schaltung gemacht mit den Kindern. Hatten dann wirklich auch noch mal überlegt, ob wir nicht doch fliegen sollten am Montag. Aber nein, hat dann gesagt, mein Mann, jetzt ist Schluss. Ich fahre dich mit unserem Auto. Dann bleibt unser Auto erstmal in der Türkei. Mein Mann fliegt dann nach einer Woche oder so wieder zurück nach Deutschland, weil der kann ja noch nicht, der hat ja noch einiges hier zu tun und lässt dann das Auto da und kommt dann irgendwann, wenn er hier fertig ist, fliegt er wieder hinterher. Ticketpreise gehen dann ja auch runter. Ich denke mal, das wird dann alles auch nicht mehr so teuer sein wie gerade im Moment. Ja, das ist so letzter Stand der Dinge. Wir werden, da wir noch einige Papiersachen zu erledigen haben, war ja nicht geplant, dass mein Mann uns fährt, noch einmal nach Hamburg fahren müssen. Wir werden ins Büro fahren, da die Dinge heute erledigen. Das wird so gegen 3 sein, dass wir ungefähr dann in den Urlaub oder in das Auswanderungsmanöver starten werden. Für mich hoffe ich auswandern und für meine Kinder Urlaub und für meinen Mann so ein Zwischending. Deswegen denke ich mal, dass das heute alles passieren wird. Ich muss jetzt aber weitermachen. Ich muss meine ganzen Videos für euch für heute und für morgen einmal durchschneiden, hochladen, vorbereiten. Und dann geht es auf große Fahrt heute. Ich hoffe es jedenfalls. Ich nehme euch in meinem Vlog, soweit es geht, mit. Bedenkt aber bitte, dass wir auch im Haus kein Internet haben. Das ist der neue Stand der Dinge. Unser Internet ist wieder tot, obwohl ich natürlich jeden Monat da auch bezahle, seit 2 Jahren schon. Und trotzdem funktioniert das immer nicht. Es geht immer weg und es ist wieder weg. Das heißt, da wurde heute dann ein Techniker gerufen, beziehungsweise wollte heute machen, unser Bekannter dort. Ich hoffe, er hat es gemacht. Ich hoffe, es klappt, weil sonst habe ich da kein Internet. Das heißt, ihr seid vorbereitet. Ihr wisst, dass ihr wahrscheinlich dann erstmal nichts von mir hören werdet. Aber wie gesagt, ihr habt ja genug zu gucken und könnt dort euch da bestimmt austoben auf meinen Kanälen. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal und schaut gerne in meinem Vlog vorbei. Bis dann. Tschüss.